Hast du manchmal ein inneres Bild vor dir? Ein Wort im Herzen? Ein Eindruck? Etwas, von dem du denkst, dass es vom Herrn ist, der dich damit leiten möchte? Ich möchte dich wirklich ermutigen, das ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Gott möchte dich führen, Gott möchte dich leiten, Gott möchte dich in Dinge hineinbringen, die er für dich vorbereitet hat. Und ich habe eine Geschichte gefunden von einem jungen Mann, Matthew, der das in besonderer Weise erlebt hat. Vielleicht erinnerst du dich, vor einiger Zeit, es war im August 2007, ist in den USA eine Verkehrsbrücke über den Mississippi mal eingestürzt. Das war in allen Nachrichtensendern. Und es war in der Rush-Hour und genau um diese Begebenheit handelt es sich auch in dieser Geschichte. Der junge Mann war von der Arbeit zurückgekommen, hatte sich fertig gemacht, geduscht, um einen Freund abzuholen, mit dem er zu einer Veranstaltung wollte. Und dazu musste er über diese Brücke fahren. Und er ist also in dieser Rush-Hour unterwegs, Stoßstange an Stoßstange, die Autos, viel Verkehr. Und er kommt nur langsam vorwärts, er singt und betet und ist mit dem Herrn zugange im Auto. Und auf einmal, während er sich langsam dieser Brücke nähert, sieht er vor seinem geistlichen Auge ein Bild. Da hinten ist die Brücke und er sieht vor seinem geistlichen Auge das Bild, wie diese Brücke einstürzt. Der ist erschüttert und weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Er sieht Autos darunter stürzen und ist ganz irritiert. Und er merkt, wie der Herr zu ihm sagt, halt an. Und er wird zwar etwas langsamer, während er sich da der Brücke nähert, aber er sagt, es geht nicht. Hinter mir sind hunderte von Autos, ich bin hier im Feiergabenverkehr, ich kann hier nicht auf der Autobahn anhalten. Doch er merkt, dass der Herr eindringlich zu ihm sagt, halte jetzt an. Und das war so eindrücklich, dass er tatsächlich mitten auf der Autobahn, etwa 30 Meter bevor er auf die Brücke fährt, anhält. Und hinter ihm geht ein Hubkonzert los und er weiß gar nicht, was er jetzt davon halten soll. Und plötzlich sieht er, wie diese Brücke in Schwingung gerät und einstürzt vor seinen Augen. Er sieht, wie Autos runterstürzen. Er ist erschüttert, sein Atem stockt ihn, er weiß nicht, was er sagen soll. Das, was er wenige Augenblicke zuvor geistlich gesehen hat, war jetzt tatsächlich Realität geworden. Er war vollkommen irritiert. Das Hubkonzert war verschwunden. Einzelne Leute kommen zu ihm, klopfen an die Scheibe, bedanken sich, dass er angehalten hat. Denn sie wissen, wenn er nicht angehalten hätte, wären sie jetzt auf der Brücke gewesen und wären wahrscheinlich tot. Und das alles nur, weil er darauf reagiert hat, was der Herr ihm gesagt hat. Er hat sein Leben und das Leben vieler anderer Menschen dadurch gerettet. Und das, was er dazu sagt, ist, er glaubt, dass Gott uns sagen möchte, hört mir zu, ihr müsst auf mich hören. Ihr müsst reagieren, wenn ich euch etwas zeige. Ihr müsst sensibel sein darauf, wie ich euch leiten möchte. Und ich bin gewiss, Gott möchte auch dich leiten und er möchte auch dich führen und er möchte dich vor Problemen, Schwierigkeiten, Katastrophen bewahren, wenn du sensibel bist und auf seine Reden und seine Hinweise achtest. Und ich glaube, dass Gott dich in einer Weise leiten möchte, die du noch nicht erlebt hast. Wie diesen Matthew vielleicht. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.